Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Gestern kam es wieder zur Ausstrahlung von Plötzlich arm, plötzlich reich, das Tauschexperiment. Dieses Mal hat es Mark Terenzi getroffen. Dieser musste von Berlin nach Visselhövede ziehen, wo sie dort ihr Leben mit der Familie Peter getauscht haben. Die Familie Peter besteht aus 5 Personen. Die Familie Peter besteht aus Vater Daniel, Mutter Katharina und den Kindern Jill, Tyler und Alicia. Sie haben im Monat ungefähr 2000 Euro zur Verfügung. 1500 kommen vom Jobcenter und 500 Euro kommen von einem Putzjob, den sie 4-mal die Woche für jeweils 2 Stunden ausüben. Familie Peter wohnt auf 100 Quadratmetern, währenddessen Mark Terenzi in Berlin auf 400 Quadratmetern wohnt und noch zusätzlich ein Gästehaus mit 100 Quadratmetern hat. Er ist dort in die 1,7 Millionen Euro teure Villa von seiner Freundin eingezogen, die anscheinend doch aus recht reichem Haus kommt. Sie haben dort die Schwester von der Viviane mit im Haus wohnen. Diese hat man allerdings in der Sendung so nicht gesehen. Ja, nun kommen wir zur allseits beliebten Aufstellung. Was haben Sie denn jetzt als Wochenbudget? Mark Terenzi hatte bei den Armen 100 Euro als Wochenbudget und Familie Peter hatte ein Wochenbudget von 5000 Euro. Das ist natürlich richtig, richtig viel Geld. Da wurde dann auch gesagt von der Familie Peter, ja, das hätten sie dann innerhalb eines Jahres zur Verfügung, das, was sie da jetzt innerhalb von der Woche rausballern können. Das ist natürlich eine Umstellung. Familie Peter hat sich natürlich sehr über dieses Riesenhaus und eben auch über die Menge an Geld, die sie dort zur Verfügung haben, gefreut. Sie gingen als erstes mal auf den Wochenmarkt und kauften dann erstmal ein paar Oliven und ein Fladenbrot und ein paar Kleinigkeiten für 40 Euro ein, so als kleinen Einstieg, wo dann auch gesagt worden ist, ja, wenn sie weiter so sparsam sind, dann wird das nichts mit den 5000 Euro auszugeben in einer Woche. Haben sie anscheinend nochmal so ein bisschen den Wocheneinkauf dort durchgezogen und waren dann doch schon mal 400 Euro ärmer. Aber bei einem Gesamtbudget von 5000 Euro ist das natürlich erstmal nicht viel. Generell haben sie sich doch zumindest zum Anfang recht schwer getan, doch ein bisschen was von ihrem großzügigen Budget auszugeben. Dann waren sie auch mal kurz Klamotten kaufen, aber dann haben sie ja doch relativ wenig mitgenommen. Ich glaube, für die Frau gab es da nur einen Teil, was natürlich dann auch schon mal 300 Euro gekostet hat. Also das war schon nicht wenig. Das war halt dann eben auch ein entsprechend teurer Laden, der dort angesteuert worden ist. Natürlich mussten auch Mark Terenzi und Freundin Viviane einkaufen, wo sie sich dann das erste Mal Gedanken darüber gemacht haben, ja, wie kaufen wir denn da jetzt am besten ein, wenn wir dann nur so ein geringes Budget hatten. Zumal sich die beiden ja auch vegan ernähren, was ja schon auch mit Geld nicht gerade sonderlich einfach ist. Und dann mussten sie sich wirklich mal dann auch die Regale auch mal unten angucken. Normalerweise beschäftigen sie sich nicht mit Bückware, da wird einfach nur das in den Korb geschmissen, was man gerade so braucht und man ist relativ kurzfristig dann mit dem Einkaufen durch. Aber jetzt mussten sie sich natürlich dann auch erstmal ein bisschen damit beschäftigen. Das ist natürlich eine ganz andere Welt für unseren Popstar und ehemaligen Dschungelkönig, der seine Freundin Viviane über Instagram kennengelernt hat. Natürlich absolut hochmodern in der jetzigen Zeit. Sie haben das ja doch schon dann gut hinbekommen. Etwas erschrocken waren sie über den Zustand der 100 Quadratmeter Wohnung, weil sie ja dann doch teilweise, ich sag mal, nicht so gut ausgestattet war. Dort gibt es auch einen an ADHS erkrankten Jungen, der dann öfter mal gegen Türen geschlagen hat, wo das natürlich auch entsprechende Spuren hinterlassen hat. Im Laufe der Sendung haben sie sich dann darum bemüht, die Wohnung und insbesondere die Kinderzimmer dann doch etwas angenehmer zu gestalten und haben dann auch mal so eine
kostenlose Kommode, die dort im Internet verschenkt worden ist, abgeholt, um das Zimmer dann entsprechend zu verschönern mit eben Möbeln und Teppichen und so. Also sie haben sich wirklich Mühe gegeben. Auch in diesem Format kommen doch beide Tauschseiten doch sehr positiv rüber und auch sehr engagiert. Dann gab es zwei Varianten, dass Mark Terenzi und Freundin dann mit den Kindern aus dem Block Fußball gespielt haben. Und dann ging es auch darum, ja, was wollt ihr denn mal werden, wenn ihr groß seid? Und dann wurde die Frage zügig beantwortet, Berufswunsch Rapper. Der andere hatte gesagt Gangster. Aber da hatte Mark auch schon recht gut geschlussfolgert, dass das eigentlich nicht aufgrund des, nennen wir es jetzt mal Beruf, zumindest bei Gangster würde ich das als Beruf doch in Frage stellen. Doch eher daran liegt, wie sie doch medial dargestellt werden. Das heißt, man hat immer Geld, kann mehr oder weniger machen, was man möchte, hat immer ein paar schöne Frauen im Arm. Wie man so sich das eben vorstellt als landläufiges Produkt der Medien. Auf jeden Fall waren die beiden dann auch nochmal beim DLRG Rettungsschwimmen, was man dort wohl pro Einheit mit 4 Euro nur bezahlen muss. Der Sohn macht dort wohl eine Ausbildung zum Rettungsschwimmer, so wie ich das verstanden habe. Und dann wurde sich natürlich auch nochmal ein bisschen über die Arbeit von der DLRG dann informiert. Und dort haben sie natürlich auch die Möglichkeit genutzt und sind gleich nochmal ein paar Bahnen geschwommen. Die jetzt zu Geld gekommenen Peter haben natürlich andere Probleme gehabt. Dann ging es eher darum, dann für Ausflüge zu gestalten, wie beispielsweise einmal auf den Reiterhof zu kommen, wo unter anderem dann Viviane auch reitet. Und sie mussten natürlich dann auch diese Gebühren, die es normalerweise kostet, natürlich dann auch tragen mit 150 Euro. Was natürlich gerade für die Mädchen der Familie doch ein sehr interessantes Erlebnis ist. Und natürlich ist es ja auch immer so, man wünscht sich immer ein eigenes Pferd. Und naja, auf jeden Fall ist es doch ein sehr, sehr teures Hobby. Dann wurde man auch ein bisschen eingeführt in die Arbeit von der Viviane, die dann als Personal Shopperin und Stylistin tätig ist und wohl auch in mehreren Firmen sich engagiert und damit auf jeden Fall sehr, sehr gutes Geld verdient. Sonst kommen wir natürlich bei einem Wochenbudget von 5.000 Euro erstmal gar nicht dahin. Das ganze Geld muss ja nicht nur ausgegeben werden, es muss ja auch verdient werden, was natürlich das Wichtigste ist. Und man hat dann natürlich auch andere Verpflichtungen, die man dann nochmal machen muss. Gerade auch jetzt, wenn man jetzt sagt, man ist dann als Popstar oder eben auch mal als Stripper, was ja der Mark auch mal gemacht hat, teilweise monatelang dann auf Tour und schläft dann auch wenig. Und naja, auf jeden Fall ist es ja doch recht aufwendig und auch mit großem Aufwand verbunden, diese ganzen Gelder auch zu erwirtschaften. Unter anderem war Familie Peter dann auch nochmal im Tonstudio, wo es darum ging, den Chorus, das heißt den Refrain, dann von einem entsprechenden Song dort einzusingen. In diesem Tonstudio trafen sie dann auf Jay Khan, der uns ebenfalls beispielsweise bekannt ist aus dem Dschungelcamp und natürlich auch aus anderen musikalischen Projekten. Dann haben sie sich natürlich auch sehr viel Mühe gegeben, dort irgendwas aufzunehmen. Und alleine diese Aufnahme in diesem Tonstudio hat schon über 1.000 Euro gekostet, was natürlich für die Familie ein recht großer Schock war. Ja, sicherlich ist das alles teuer, aber man kann natürlich auch davon ausgehen, dass wenn jetzt speziell Mark dort irgendwas macht, das ist natürlich eine Investition, die er dann im Optimalfall etliche Male wieder zurückbekommt. Gemäß dem Fall dann, seine Alben verkaufen sich gut. Auf jeden Fall ging es dann darum, dass auch dann die Familie Peter dann im späteren Verlauf nochmal dazu angeregt wurde, ein Musikvideo zu drehen, was allen natürlich auch sehr viel Spaß gemacht hat.
Und wo man natürlich auch gleich mitbekommen hat, wie sehr sie doch alle aufgeblüht sind, gerade bei diesem Videodreh. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass dieses Material, was dort dann erstellt wurde, dann auch entsprechend nochmal in irgendeinem Musikvideo von Marc dann Verwendung finden könnte. Muss ja nicht sein, aber könnte durchaus sein. Währenddessen war der 42-jährige Marc mit seiner 30-jährigen Freundin Viviane damit beschäftigt, unter anderem das Auto reparieren zu lassen, wo ihnen dann bei der Werkstatt gesagt worden ist, ja, das kostet dann 150 Euro. Und ihnen ist natürlich sofort aufgefallen, da sie ja nun nur 100 Euro haben, konnten sie natürlich dann diese 150 Euro nicht bezahlen. Dort wurde dann aber gleich ein Gegenvorschlag unterbreitet, wo er dann gesagt hat, gut, kann ich hier nicht noch mal ein bisschen mitarbeiten, um das dann entsprechend abzuleisten. Und das wurde natürlich dankend angenommen, wo dann der Marc gesagt hatte, ja, das wäre doch für den Vater Daniel dann auch noch mal sehr von Vorteil, wenn er sich dort vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr einbringt. Dann wurde sich in der Wohnung mit dem Bruder von der Katharina getroffen, wo es dann auch nochmal ging um solche Themen, einen Verlust eines Elternteils und entsprechend der nachfolgenden Alkoholismus, wo natürlich dann Marc auch sagte, ja, er kennt das auch und ist dann auch schon mal abgestürzt. Seine Freundin hat dann um ihn gekümmert und hat ihn dort mehr oder weniger rausgezogen. Das war natürlich dann auch für alle ein recht emotionaler Moment, wo man natürlich auch gesehen hat, dass es beiden Seiten doch recht an die Nieren gegangen ist. Wo sie sich natürlich auch nochmal recht überrascht gezeigt haben, ist, dass die Familie Peter im Elternschlafzimmer ein Andreaskreuz hängen hat, was natürlich nicht gerade gewöhnlich ist. Bei der Familie Peter hatte man dann auch mit der Zeit gemerkt, wie sie sich doch sehr in dieses Leben eingefunden haben. Und wahrscheinlich hätten sie es auch gerne behalten. Gerade auch die Kinder Alicia, Tyler und Jill haben sich doch sehr über diese ganzen neuen Umstände dort gefreut. Und dass sie dann auch mal ein schönes Zimmer hatten und dann auch mal aus dem Vollen schöpfen konnten. Der Abschluss bildete nach dieser Woche dann bei der Familie Peter ein Candlelight-Dinner zwischen Daniel und Katharina, wo sie sich natürlich vorher alle nochmal etwas schön gemacht haben, wo dann der Daniel auch nochmal einen neuen Anzug sich gekauft hat und dann die Katharina einmal komplett beim Schönheitssalon war, wo sie doch sehr erschrocken waren, dass sie dann 500 Euro für diese Beauty-Behandlung ausgeben mussten, wo dann Daniel doch sehr erschrocken darüber reagiert hat, dass das dann doch so viel Geld kostet und der Meinung war, das hätte sie auch so selber machen können, dass man sich dann ein bisschen antuscht. Da hat man natürlich so ein bisschen dann die Miene entgleisen sehen, wo dann auch der Marc Terenzi dazu befragt worden ist und er sagte dann auch, ja, warum hat er denn nicht einfach mal seiner Frau gut zugesprochen in diesem Moment? Weil ihr ist dann auch so ein bisschen alles auf dem Gesicht gefallen, mehr oder weniger. Also, auf jeden Fall haben sie dann so gut wie alles ausgegeben. Ja, wie fandet ihr denn jetzt so die Sendung? Fandet ihr sie unterhaltsam? Wer hat sich nach eurer Meinung besser geschlagen? Marc Terenzi und Viviane oder die Familie Peter. Ich finde wirklich, sie sind beide wieder mal recht gut weggekommen. Waren natürlich auch doch wieder recht sympathisch gestaltet. Habt ihr da irgendwelche gegenläufigen Eindrücke gesammelt? Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Wen möchtet ihr dann noch innerhalb dieses Tauschexperimentes sehen? Gibt es dort irgendjemanden, den ihr mal ein bisschen leiden lassen wollt unter den Prominenten? Wobei man natürlich sagen muss, das ist natürlich auch eine große Herausforderung, wobei natürlich dann Marc noch 60 Euro übrig hatte dann von dem Wochenbudget. Wobei man auch sagen muss, das ist natürlich auch ein bisschen unrealistisch, wenn sie dort das normalerweise mit 5 Leuten davon leben müssen und der Marc jetzt nur mit seiner Freundin dort einzieht.
Das ist natürlich nicht so richtiges Gleichgewicht. Zumal sie dann auch noch mal Essen geschenkt bekommen haben, als sie dort den Teppich abgeholt haben für das eine Zimmer. Wo man natürlich jetzt nicht weiß, wie wäre es gewesen, wenn sie dann wirklich beide Seiten mit 5 Leuten angerückt wären. Das wäre natürlich dann geldtechnisch noch bedeutend knapper gewesen dann. So brauchten sie halt nur noch für 2 Leute gerade ausgucken. Das ist natürlich doch ein bisschen was anderes. Daher hat es mich eigentlich gewundert, dass sie diese Tauschkonstellation so zugelassen haben. Na gut, dann würde ich mal sagen, haben wir jetzt schon mal wieder einen Eindruck gewonnen von dieser Sendung. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal. Deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.